Kaspers Stippvisite Nummer 2 des heutigen Tages. Unser Gesundheitsmagazin auf Sonnenklar TV. Wir möchten alles ja Informationen weitergeben rund um Ihre Gesundheit, rund um Ihr Wohlbefinden. Und dazu schicken wir ja den Björn Kasper quer durch die deutschen Lande. Heute ist er in Bad Füssingen. Und auch wenn es nicht wirklich nach Arbeit aussieht, schauen Sie mal, wie die zwei hier gemütlich auf dem Parkbänkchen sitzen, ja, wird er uns aber doch jetzt gleich tolle, spannende Informationen hier aus Bad Füssingen rüberspielen. Ich begrüße euch ganz herzlich, lieber Björn. Hallo, liebe Mary. Ja, ich in einem Blumenmeer. Aber Bad Füssing, nicht Bad Füssing, das hat man mir vorhin auch gesagt, das habe ich auch verkehrt gesagt. Bad Füssing ist richtig, es gibt nämlich noch was anderes, ne, wo die Leute sonst verkehrt hinfahren. Neben mir die liebe Manuela Bauhuber, Leiterin des Veranstaltungsservices. Und Frau Bauhuber, fast 2000 Veranstaltungen machen Sie hier, ich glaube, in einem der Deutschlands bekanntesten Kurorte. Gut 2000 Veranstaltungen organisieren wir rein vom Kur- und Gästeservice aus. Das reicht von der Frühgymnastik über Kurkonzerte zu Aktivprogrammen über Abendveranstaltungen, Open Airs, also querbeet wirklich alles. Und Sie haben sogar ein eigenes Chororchester, habe ich vorhin gesehen. Das ist korrekt. Wir haben ein eigenes Chororchester mit 14 Mann Stärke. Die spielen insgesamt 600 Konzerte im Jahr. Und ja, sind auch qualitativ sehr gut aufgestellt, werden immer sehr gelobt von den Gästen. Und da sind wir natürlich stolz drauf, zumal wir eines der wenigen fest engagierten Chororchester in Bayern noch haben. 2000 Veranstaltungen, wie machen Sie das? Ach, mit viel Routine, würde ich sagen. Nennen Sie mal ein paar Veranstaltungen, also von Orchester bis, also welche Veranstaltungen sind alles dabei? Ja, wir haben heuer ein paar sehr schöne Veranstaltungen mit dabei. Beispielsweise haben wir alle Jahre ein großes Thermen-Open Air am Kurplatz mit volkstümlichen Schlagern. Da macht die Moderation Andi Borg, sind dann Künstler dabei wie Sascho Ausenig oder die Maya Hofner und so weiter. Dann freuen wir uns heuer natürlich ganz besonders auf die BR Radeltour, die gleich an 2 Tagen bei uns Station macht und auch ganz hervorragende Künstler auf die Bühne bringt. Wir haben heute erst die Bekanntgabe erhalten, dass Glasperlenspiel kommt unter anderem. Und dann natürlich haben wir im Herbst unser großes Kulturfestival, in diesem Jahr das 20. Und ich würde mal sagen, die Highlights dieses Kulturfestivals, das ist zweifellos der Abend mit Welttenor Rolando Villason. Und zum Abschluss dann ein ganz außergewöhnliches Konzert mit einer Big Band, die in Deutschland ihresgleichen sucht, nämlich die Big Band der Bundeswehr. Haben Sie bei 2000 Veranstaltungen eine Lieblingsveranstaltung? Lieblingsveranstaltungen sind all jene, bei denen der Funke vom Publikum, also vom Künstler zum Publikum überspringt. Das sieht man dann, wenn plötzlich die Füße wippen oder der Kopf, wenn die Finger schnippen bei dem Mutigen oder sich ein Lächeln in die Mundwinkel stiehlt und einfach der Glanz in die Augen kommt. Wenn man auch merkt, dass der Künstler jetzt nicht nur ein Programm abspielt, sondern dass er richtig Spaß dran hat, was er auf der Bühne macht, das sind eigentlich die schönsten Veranstaltungen. Jetzt sitzen wir hier im Kurpark, wunderschöne Blütenlandschaft. Erzählen Sie ein bisschen was über den Kurpark, der Mittelpunkt von Bad Füssing ist. Es ist quasi unser Wohnzimmer, neben vielen anderen Plätzen. Er hat eine Größe von 65.000 Quadratmeter. Es ist jetzt gerade die Zeit, wo man von der Frühjahrsbepflanzung umstellt auf die Sommerbepflanzung. Wir haben hier verschiedene Areale. Man sieht im Hintergrund eines der Schmuckbeete. Weiter unten im Park sind dann noch spezielle Themengärten oder wir haben auch so einen Palmenbereich da drüben oder einen Kräutergarten. Also es ist sehr vielfältig auch. Wenn Sie jetzt so einen Tag in Bad Füssing erleben würden oder wenn Sie jetzt privat hier hinkommen würden, wie sieht für Sie ein perfekter Tag aus in Bad Füssing? Perfekter Tag in Bad Füssing sieht für mich so aus, dass ich morgens sehr zeitig in der Therme starten würde und einfach das angenehme, warme Wasser genießen. Ich würde mich durch den Schwimmkanal treiben lassen, würde dann vielleicht am Nachmittag einen kleinen Spaziergang durch einen unserer schönen Parks machen. Wir haben ja nicht nur den Kurpark, sondern auch den Freizeitpark, der doppelt so groß ist. Würde mich dann vermutlich in eines der Restaurants oder Cafés sitzen, dabei vielleicht auch dem Chororchester lauschen und würde mir dann für Abend noch eine Veranstaltung aussuchen oder auch ins Casino gehen. Wir haben ja auch eine Spielbank hier im Ort. Und da soll man auch gut essen können. Also Bad Füssing ist generell auch gut zum Schlemmen. Das auf alle Fälle. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, also nach einer Woche Malta mit Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein, muss ich sagen, hier kann man wirklich mal die Seele baumeln lassen und
auch mal jemand, der mich ausreden lässt, an der Seite zu haben. Bad Füssing, ein wunderbarer Kurort, um gesund zu werden, gesund zu bleiben und auch zu genießen. Zurück zu dir, meine Liebe, ins Studio. Und gleich gehen wir zurück auf den Bewegungsparcours. Obwohl ich ein Bewegungsmuffel bin, schaue ich mir den mal an. Och, herrlich, du. Die Woche mit Heinz, die steckt dir noch ordentlich in den Knochen, du. Sei schön brav, sonst schicken wir dich wieder nach Malta. Liebe Grüße nach Bad Füssing, um es genau zu sagen. Liebe Grüße an Manuela, habt ihr toll gemacht. Vielen Dank für diese vielen Infos von Kaspers Dippvisite. Und wir reisen weiter ins Urlaubland des Jahres 2019.